Die Lobbyisten geben Pressekonferenzen im Europäischen Parlament, am gleichen Tisch wie EU-Parlamentarier. Auf dem Spiel steht das Glück tausender rumänischer Kinder. Wenn wir die Waisenhäuser schließen und das Kind zu seiner mittellosen Familie zurückschicken, dann ist das Kind dort noch schlimmer dran als im Waisenhaus. Daher sind internationale Adoptionen absolut notwendig. Straßburg 2006. Die Adoptionslobby hat sich im EU-Parlament festgesetzt. So erfolgreich, dass die Abgeordneten den Adoptionsstopp in Rumänien in Frage stellen. Die Kommission und das Parlament beginnen plötzlich, an einer europäischen Adoptionspolitik zu arbeiten. Freier Handel mit Kindern? Seit 50 Jahren lässt Europa alles Mögliche in Europa frei zirkulieren. Wir alle haben einen Pass mit Sternchen drauf. Außer die Kinder in den Waisenhäusern. Die sollen keine Europäer sein. Denen sagt man, du bleibst, wo du bist. Wir wollen das ändern. Wir müssen die Adoptionspolitik innerhalb der EU neu ordnen und viel einfacher machen. L'adoption dans l'enceinte de l'Union européenne. C'est très important, ça.